Auch schon Da Trying hatten to wir beim letzten Mal Reconnect. auch, ja. Aber jetzt geht's ja schon. Da sind wir schon. Ja. Hey. Geiler Heute mal Scheiß. auf dem Schiff. Gestern waren wir in so einer Burg. Und heute stechen wir in den See. Ist doch geil. Das sieht gut aus. Also für mich. Was nehmen wir denn? Kopf oder Zahl? Wobei, es gibt ja keine Zahl. Ich nehme mal hier den Adler. Tails. Oh, ich habe die Kommentare noch an. Gut, höre ich ja nicht zum Glück. Insofern. Ja, ich schon. Kriegst du die ausgeschaltet? Nee, während wir im Ding sind nicht. Aber das wird schon. So, erstmal an mein komplett neues Team hier gewöhnen. Was habe ich denn hier überhaupt? Das. Jetzt tust du so, als würdest du schon Unterschiede feststellen zwischen deiner letzten Rasse und der neuen, oder was? Naja, die einen haben so eine Mütze drauf und die anderen nicht. Aber seit wann bin ich denn so orange gekleidet eigentlich? Das sind nur die Haare, oder? Das sind die Haare, ja. Ich habe jetzt Assassine, was ganz Neues. Aber das ist ja hier wie beim Basketball, Parkettboden auf dem Schiff. Das ist so super. Geil wäre es auch, wenn diese Tore, diese Türen hier noch fallen würden. Also aufgehen und man könnte dann durchfallen, so rum. Et läuft. Et runs. Standardmäßig den Trick mit der G-Taste und der N-Taste habe ich dir schon gesagt, ne? Wegen den ja. Tackle Zones und so weiter. N und G und so genau, weiter. Genau. Aber sonst. Also zumindest für einen Anfänger, was ich ja nicht bin. Nee. Wir beide ja nicht. Das wird jetzt so schön blamabel bei uns. Für alle beiden Zuschauer, die wir haben. Ich weiß gar nicht. Oh, es gucken tatsächlich zwei Leute zu, sehe ich gerade. Ist ja witzig. Ja, dann herzlich willkommen. Ich hätte nicht gedacht, dass auch nur ein einziger irgendwie einschaltet, aber ist okay. Ich habe leider den Chat nicht auf im Dingenskirchen. Na, wie heißt es denn? Twitch. Aber macht ja nichts. Ich mache einfach Twitter hier auf und wenn jemand was sagen will, dann soll er mich bei Twitter Menschen erwähnen. @Conny. So. Menschen nennen. Menschen nennen. Ja, hast du es mal mit deiner Aufstellung? So. Ja, ich war so mit meiner Darstellung preoccupied, dass ich da gar nicht so drauf geguckt habe. Aber es wird schon irgendwie gehen. Ja, before receiving the kickoff, das heißt, ich empfange erstmal. Das ist nicht so schlecht. Und vielleicht mal so. Den dahin. Na, bewege dich, Kollege, bewege dich. So. Bei dir sieht es so wunderschön symmetrisch aus und ich bin hier eher so Wieso? Salvador Dali. Geht doch. Außerdem ist Dali ja super. Für die meisten. Deine Assassine hat jetzt den Ball. Mal gucken, wo du hinwirst. Naja, ein guter Statiker wäre der Dali nicht gewesen. Achso, ich muss hier treten. Genau. Ja. You should kick the ball, mein Lieber. So, was steht hier? Perfect the receiving defense. Team must remain in the setup chosen by the coach. Das heißt, du darfst nochmal deine Aufstellung ändern, oder was? Ja. Okay, du darfst die Aufstellung nochmal ändern, ich nicht. Und du nicht. Hey, super, das ist schon mich. Mal was. Dann haben die 17 Cheerleader, die ich gekauft habe, was gebracht. Hast du wirklich Cheerleader? Ja. Auch nicht schlecht. Was fürs Auge. Hast du eigentlich bewusst diese komische violette Farbe gewählt für deine Mannschaft? Ja, ich wollte bei dir so ein bisschen Augenkrebs verursachen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ja, das Gut. auf jeden Fall. Aber schön Bad. Sehen die aus. Okay. Oh, da rollt er. Das ist doch perfekt. Das sollte 2+, sollte machbar sein.
Okay, nochmal 2 plus. Catch. Ist auch nicht schlecht. Dritter Zuschauer sehe ich klar, der hat sich willkommen. Oh, ist ja der Wahnsinn. Hier gleich am Anfang angeben mit Passen und so. Ja, das war auch sehr einfach, deswegen habe ich es gemacht, sonst würde ich sowas niemals tun, Bill. Niemals. Ich bin nicht so der Angebertyp. Hier, go for it. Ich würfel schon den ersten go for it. Ey, unfassbar. Nee. Oh, ist das furchtbar, ey. Ist das furchtbar. Okay. Gut. Den mal hier hinsetzen. Also wie schon gesagt, für alle, die den Chat nutzen, ich habe den Chat gerade nicht auf. Mhm. Was ist denn da nur los, ey? Ich kann hier nichts wirklich blitzen, was Sinn machen würde. Ich riskiere es trotzdem. Musst du auch nicht. Also both ich bin down. Nicht traurig, wenn oh. du nicht blitzt. Scheiße, both down und du hast Block. So eine Scheiße. Geht ja gut los, na dann. It's Bill's turn. Vierter Zuschauer, was ist denn mit euch los? Seit wann interessieren sich die Leute für solche Spiele? Vor the Fall kommen sie Hochmut, ne? Ja, so ist das. Ich mach mal die automatische Kamera an, oder? Bei dir? Ne, für dich, dass ich sehen kann, was du so machst. Ach so, ja. Das sieht, glaube ich, schicker aus für die Zuschauer, ja. Dann haben die nicht so viel zu tun. So, können wir mal einen Schluck dein Wasser. Wardancer ging mir beim letzten Mal tierisch auf den Sack. Eigentlich würde ich den gerne jetzt einfach platt machen, aber... Mach mal. Nee, ich glaube, ich versuche das Ganze etwas sinniger anzugehen. Betonung auf versuchen. Wie sehe ich überhaupt aus? Jetzt, wo Leute zuschauen, muss ich mich doch mal irgendwie herrichten sollen. Du weißt schon, dass du nur 4 Minuten hast, ne? Nicht, dass du dich dann wunderst, wenn wir nach 4 Minuten... Oh, da blitzt da schon. Geht schon los. Na, herzlichen Glückwunsch. Scheiße. Der ist KO, der ist weg. Ich finde die Animation einfach herrlich. Was ist ein Stab? Ich kenne den Skill gar nicht. Lass mich kurz lesen. Nee, mach ruhig. Also ich lese in der Zwischenzeit. Oh, Stabbing Attack ist natürlich nicht schlecht. Okay. Und Shadowing, was ist das denn? Ja, da siehst du mal, dass diese ganzen Extra-Skills gar nicht mal so schlecht sind. Oh, wir haben schlagartig, kaum machst du mich hier fertig, haben wir 3 Zuschauer verloren. Das wollen die Leute nicht sehen. Das ist den Leuten zu brutal. Der erste Spieler liegt hier außen schon in den Katakomben. Ich kann mal hinswitchen. Da ist er. Der sieht nur noch Sternchen und eine Glocke über sich. Oh, wo streamen wir eigentlich gerade? Bei Twitch. Neugier. Ah, cool. twitch.com/nerdderby. Weil man ja leider bei Twitch den Usernamen nicht verändern kann. Insofern. Und ich stelle es natürlich danach noch bei YouTube hoch, weil das bei Twitch ganz gut funktioniert. Also da wird es quasi automatisch archiviert. Und dann kann ich mit einer Taste, mit einem Tastendruck sozusagen das Ganze ich nicht. Exportieren. Ah, doch, da kriege ich 2 hin. Ah, deswegen. Ich bin hier immer noch am herausfummeln mit den Regeln hier. Wenn du eine Frage hast, ich versuche sie dir auch zu beantworten. Tja, da liegen sie wieder rum, die Kollegen. Mann, Mann, Mann. Und
unfassbar. War aber nicht erfolgreich, ne? Doch Stunt. Schade. Doch Stunt. Also immerhin. Immerhin kann ich in der Runde nicht mehr. So. So, auf deine Frage, was für ein Kopfhörer ich eigentlich habe. Mhm. Das ist ein mittlerweile fast 10 Jahre alter Sennheiser. Cool. Passen willst du? Bitte? Passen willst du? Weiß ich noch nicht so genau. Das wird sich gleich zeigen. Boah, nee, ist zu gefährlich. Mal kurz überlegen. Bin schon fertig. Wir haben wieder einen zweiten Zuschauer. Herzlich willkommen, darauf einen Schluck Wasser. Ich meine, es ist ja auch kurz vor Mitternacht, wobei vielleicht hat der ein oder andere ja Urlaub oder so. Ich habe so halb Urlaub. Ich muss morgen nur präsentieren, nichts Wichtiges. Ich muss für morgen noch eine Präsentation noch fertig machen, fällt mir ein. Aber das muss ich auch erst morgen bis um 12. Und was macht man als Ausgleich in der Freizeit, wenn man tagsüber so einen tollen Bürojob hat mit PowerPoint? Man spielt Blood Bowl und haut sich die Köpfe ein. So muss es sein. Was bedeutet es nochmal, wenn die Würfel rot sind? Dass ich entscheide, welcher Würfel genommen wird. Also das heißt, ich bin in der Stärke besser als du, also du würfelst mit zwei Würfeln, ich entscheide aber, welches Resultat genommen wird. Gut, das machen wir nicht. Natürlich machen wir wieder Stab. Hat aber nicht geklappt. Aber knapp, ne? Ganz knapp gefailed. Aber es gibt keinen Turnover, sehe ich gerade. Beim Failure des Stabs. Insofern bist du weiterhin an der Reihe. Aktivierst du den irgendwie, also musst du den aktiv einschalten, diesen Stab? Also fragt er dich beim Attackieren? Nee, der bietet das quasi an. Immer. Okay. Weil ich habe ja leider keine Mega-Mannschaft mit super extraordinary Dinger hier. Gibt's die Dunkelelfen gar nicht bei dir? Die Dunkelelfen habe ich schon, glaube ich. Ja, hat wieder nicht geklappt. Doch, hat geklappt. Aber nur Stunt, nicht KO'd und nichts dergleichen. Das sieht auf jeden Fall von der Gesundheit meiner Spiele her schon mal deutlich besser aus als gestern. Ich überlege die ganze Zeit. Ah, nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt geht's zur Sache hier. Wird mein Catcher gemarkt. Das sind sehr kluge Spielzüge, Bill. Entschuldige, hatte ich so nicht vor. Bist selber überrascht, meinst du? Was hat der für Skills hier? Weiter komme ich da, obwohl... Ja. Ja, das Down. Ist natürlich weniger schön. Down. Also ich finde es sogar sehr schön. Nee. Nein.
Doch, 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 doch. Also schön, so wie eine Darmspiegelung schön ist, oder? So ungefähr dachte ich mir das, ja. Ey. Es ist doch zum Kotzen, ey. Es ist schön, doch Reroll verbraucht, sehr gut. Ja, was soll ich machen? Und, du bist verletzt. Gibt's da Player Point? Flagrant One. Böses Foul. Ja. Ja. So ist das wohl, ne? Gut, dass ich keine Ersatzspieler habe. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was ich mache. Aber dafür 4 Cheerleaders. Ich meine, komm. Ja? Das ist nicht schlecht. Kann man machen. Boah, shit. Okay, Komm, einmal. Jawohl. Sehr schön. Dein Wardancer schon wieder. Geht mir auf den Keks. Ich überlege, ob ich wirklich. Nee, das kann ich nie machen. Den willst du fangen. Ich versuch's. Perfect Launch und complete. Yes. Oh. Sehr schön. Naja, keine Enemy Tackle Zones dazwischen. Lass mich kurz gucken, wie er es ausrechnet. Okay, Accurate Pass ist klar. Da muss ich nur mit 3 würfeln. Ja. 3 und 3, das passt eigentlich alles. Also wenn wir in Deutschland wären, ne? Sind wir nicht. Dann würde man sagen, ein Lineman hat ja gar nicht die fachliche Ausbildung, ein Catcher zu sein. Und somit wird es alles sofort negiert, was da gerade vonstatten gegangen ist. Jetzt nutzt du hier Shadowing. Ich muss mir Shadowing nochmal durchlesen. Achso, du würfelst jetzt so lange bis... Okay, ich verstehe. Okay. Ja, okay. End of turn. Da bin ich mal gespannt, ob ich da noch zum Touchdown komme. Also erst Runde 3 von 8 in der ersten Hälfte. Aber ich finde ja Elfen, du hast jetzt ja die dunklen Elfen, die sind ja auch ganz cool. Ich bin jetzt echt gespannt, was da jetzt passiert, was du dir da so überlegst. Also wenn du dir was überlegst, was ich ja nicht weiß. Ich klicke hier wie ein Affe wahllos rum einfach. Boah.
Bitte. Ich überleg mir was. Ich diesen Wardancer hasse. So schlimm, ja? Ja. Also, gibt zwei Möglichkeiten jetzt. Entweder ich würfel zwei Agility Rolls, um aus zwei Tackle Zones rauszukommen, plus zweimal Go for it für einen sehr riskanten Versuch eines Touchdowns. Oder ich werfe erstmal. Ich werfe erstmal. Och, das erste klang auch spannend. Wieso macht das nicht? Doch. Wieso macht das nicht? Bist du noch da? Bin noch da. Okay. Ach Mist. Er hat's gemacht. Weil ich habe ja, nämlich hier klare Möglichkeiten, Interception zu. Ach so, genau. Ach so, stimmt ja. Alles klar. Alles gut, alles richtig. So, der ist schon mal. Das war jetzt ein Trotzschubser. Put, ja. Definitiv. Mal kurz was gucken. Er hat den Ball. Ja, klar. War logisch, dass er in der letzten Scheißaktion. Naja, okay. Ist ja egal. Ist aber schon mal deutlich spannender und anders, ne? So als das Spiel gestern. Ja gut, es war ja mehr oder weniger mein erstes volles Spiel gestern. Ja, Multiplayer war es auch mein erster. Mein erster Zockabend quasi. Davor war ja nur die scheiß KI irgendwie an der Reihe und die spielt ja nicht so klug, habe ich mir sagen lassen. Versuchst es ja. Ja, da hättest du eine 8 gebraucht gegen Wardancer, glaube ich, oder? Warte mal. Armor Value. Gar nicht nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin. Okay, alles gut, alles gut. Ist halt interessant, wir haben halt beide Elfenteams, ne? Beide sind von der Agilität her super. Na, mal sehen. Da wird gedodged.
Warte mal, du hast mich jetzt angegriffen, oder was? Weiß ich selber nicht. Oh. Ah, doch, weil ich Frenzy hab. Das heißt, ich greif nochmal an. Ach so, und jetzt kann ich auswählen, der Defender pusht natürlich. Sonst wäre ich ja blöde, verstehen Sie? Da bin ich jetzt echt gespannt, was jetzt noch passiert. Bin ich wirklich ganz arg gespannt. Oh, der ist wohl injured. Fractured leg. Ich nur Lineman. Es gibt 2 Star Player Points. Das ist alles super. Okay. Oh, fuck. Ja, so ist das, ne? Dieses Shadowing ist ja total annoying. Wieso fliegt der nicht einfach raus, so eine Scheiße? Aha. Scheiß drauf. Let's try it. Oh fuck, das könnte ein ganz schlechter Move geworden sein jetzt. Oh. Mal gucken, was mit deinem Shadowing so passiert. Klappt ja super. Klappt ja super. Ihr Trans, ne? Oh fuck. Jetzt wird's spannend. Ja. Ein Lacher. Nee, den nehmen wir nicht. Komm, das muss ich riskieren. 3+. Oh, nee. Nein. Und ich kann mich bitte einen Dreierwürfel verpassen. Ist das geil. So, wo ist er denn? Da hinten. Das ist weniger geil. Mann, 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 ey. Oh. Also, ich sag's dir, das wird alles ganz schön hart hier. Hm.
Das ist sehr furchtbar. Das ist sehr furchtbar. Der 5 plus und er kann ja als Catcher. Ah ne, das ist ja wie. Ah, das ist Catch. Ich verwechsel das immer. Catcher und kein Catcher. Catch und Pick-up verwechsel ich immer. Scheiße, ey. Wehe, der würfelt nicht mindestens eine 2. Okay. Gut. Dieses möchte gern Capoeira auf den Kopf rumgetanzt, er geht mir auf den Sack von deinen Leuten. Ne? So, der liegt erstmal, was nicht so schlecht ist. Und dann muss ich es leider wagen. Nur wen? Wer wagt, kriegt auf die Fresse. Ist doch das Sprichwort, oder? Werden wir sehen. Offenbar nicht. Oh, und KO'd. Wieder einer weniger. Und wieder einer weniger. Wieso kann der hier nichts mehr machen? Boah. Ach, Kinder, Kinder, Kinder. Ja, war klar. Buff. Scheiße, echt. So eine Scheiße. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich sag's dir, das wird extrem spannend, dieses Spiel. Ihr Kessel, das geht ja gar nicht. Oh, der eine Catcher hat schon 4 von 6 Star Player Points. Ich glaube, wenn er noch 2 bekommt. Oh, jetzt bin ich über. Was machst du jetzt? Ah, ein Glück gehabt. Bin ich mal schön down. Zu sehr auf Risiko. Ja, doch. Das ist der Block. Ah, so. Jetzt. Wenn ich jetzt nicht eine 2 plus würfle. Ne? Eine 1. Bitte eine 1. Nein. Du hast wirklich eine 1 gewürfelt. Das ist wie im Lotto hier. Die Welt ist so ungerecht. Die Welt ist so ungerecht. Alles gerecht hier, alles gerecht. Nein. Ich habe tatsächlich eine 1 gewürfelt. Ist das geil. Was ist nicht? Ich brauche eine 6 plus zum Aufheben, ist doch auch scheiße. Ach, probier mal. Nee. Nee. Dann versuchen wir es lieber anders. 3-3, dann machen wir es erstmal so.
Hat leider nicht geklappt. Yes. Bist du automatisch an der Reihe? Ich habe all meine Move Points aufgebraucht. Das ist die vorletzte Runde für jeden von uns. Das wird echt eine spannende Kiste hier. Ich hoffe ja mal, dass bei Blood Bowl 2 das Interface besser wird. Ja, wirkt halt so ein bisschen 90er-mäßig, ne? Ja. Also selbst mit Fan-Mods sieht es irgendwie, also sieht zwar besser aus, also ich habe das jetzt auch ohne Mods, aber da liegen 3 Tackle Zones drin. Ich habe Agility 4, das heißt, ich brauche eigentlich nur 3. Ja, deswegen 6 plus. Ja, das wird mir Spaß. Na, wo wollen wir denn blitzen? Ist wieder deaktiviert. Hast du gemerkt, dass das scheiße ist, ja? Wie du hier. Jetzt kommt 7-mal hintereinander. Ja. Nur um zu irritieren. Ich Optionen und die sind alle scheiße. Tja, 1,45 hast du noch Zeit. Ich drehe mal die Kamera in der Zeit ein bisschen. Ja, genau, mach mal ein bisschen. Dann sehe ich mal deine Perspektive. Vielleicht fällt mir da was auf. Da gibt es nichts zu sehen. Nee. Jetzt kommt er. Jetzt blitzt er. Jetzt will er es wissen. Ach, Stab. Hat nicht geklappt, ha? Nee, du hast auch 7 Rüstung. Ist ja. Fuck, die nächste Runde wird meine letzte, ne? Komm, hier, Risiko. Da fällt er hin, bricht sich alle Knochen beim Aufwärmen. Das war aber selten dumm, ne? Also der Move war wirklich dumm, weil ich brauche nur noch eine 2 plus jetzt, um den Ball aufzuheben. Ja. Das hat bei dir auch nicht geholfen, ich weiß, oder nichts gebracht, die 2 plus. Da hinten noch jemanden stehen. Ich überlege gerade, wie ich es am dümmsten mache. Ja. Oh, Touchdown. Yes.
Den Risikomove hätte ich an deiner Stelle weggelassen, weil dadurch hast du den Ball halt außerhalb der Tackle-Zones, ne? Weißt du? Ausgepusht, ja. Aber da denkt man halt auch nicht wirklich dran. Ich meine, der Ball hätte auch in die andere Richtung fliegen können. Aber ich sehe gerade, einer meiner Spieler ist wieder fit. Und auf deiner Seite, gut, die beiden sind down. Aber noch. Auch mit dabei, einer. Das ist so super. Organize the players before kicking off. Also gebrochene Fresse und gebrochenes Bein habe ich. Ja, richtig, ja. Da liegen sie außen, ja. Muss man mal gucken, aber ich glaube, das hat ja keine Konsequenzen fürs nächste Spiel, oder? Weil wir spielen in der Liga, ich weiß nicht, ob dann die Spieler verletzt bleiben. Ich glaube, das ist nur bei Casualty irgendwie, wenn das wirklich derb ist, aber vielleicht fällt er für ein, zwei Spiele aus, dann musst du dir noch mal einen neuen Spieler nachkaufen. Das werden wir alles sehen. Geld. Das werden wir alles sehen. Ups, entschuldige. Ja. Wollte ich nicht. Taktische. Einmal fang schon an. Ja, ich fange schon an, dich jetzt irgendwie taktisch durch Zeitspiel zu beeinflussen. Genau. Ja, die Hälfte wäre sonst nur 0 ausgegangen, ne? Hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Also ich hätte es natürlich riskiert, weil es meine letzte Runde war, mit 6 plus aufzuheben, aber... So, jetzt darf ich wegkicken. Gucken wir nochmal. Kickoff-Event. Hey! Team Reroll. Ja. Einer mehr für dich. Wow, meine Augen jucken schon. Ich muss schlafen. Innen, sag mal. Oh. Der Ball ist in der Endzone. Nee, gilt nicht. Also Endzone ist dann quasi Touchback, glaube ich. Ist so. Dadurch hast du den jetzt da mal diesen Witch Elf. Na, wir werden sehen. Mutig. Immerhin Pushback. Shit. Ja. Stimmt ja. Das hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich bekomme es ja gleich wieder. Ja, die beiden bleiben natürlich verletzt, ja, ne? So eine Hand wird natürlich nicht so schnell. Nee, ein gebrochenes Bein hast du ja. Das Bein wird nicht so und schnell. Broken Jaw. So. Organize the players before kickoff.
Machen wir so. Ne? Oh, siehst du mal, ich schreibe hier gerade noch einen Tweet. The Kickin' Teams Coach may reorganize. Okay, das bin jetzt ich. Ja. Ja, wozu sollte man das tun eigentlich? Achso, weil ich jetzt weiß, wie du. Okay, ich verstehe. Sich ja nicht so viel verändert. Blood Bowl. twitch.tv/BloodDerby. Kein 1 gewürfelt diesmal. Oh, das ist aufgehoben. Ah, dann gucken wir doch mal. Both down. Aber du hast Block. Ja. Und meine Spieler leveln, werde ich denen auch mal Block oder Dodge oder so geben. Aber eher mal Block. Ist das eine Scheiße, oder? Jedes Mal Block. Ist das eine Scheiße? Ist ganz angenehm, ehrlich gesagt. Hm. Damn it. So. So sieht sie nicht mal aus. Haha, noch lacht er. Kurz vor hysterisches Lachen, also keine Sorge. Will ich da folgen? Kurz mal überlegen. Nope. Oh nein. Doch. Oh doch. Ja, ja. So sieht's mal aus, ne? Jetzt werde ich schon arrogant.
End of Turn. Wir sollten es machen mit diesem Monday Night Blood Bowl. Problem ist nur, dass ich nicht jeden Montag kann. Wahrscheinlich. Aber es macht Spaß. Ja, dann machen wir einfach, wann wir können. Ich werde übrigens deine beiden Fails, die du vorhin hattest, mit denen einmal, was musstest du da würfeln? Eine 2 und dann auch nochmal. Mhm. Werde ich schön zusammenschneiden als Animated GIF. Ach, wunderbar. Oder bei Tumblr hoch. Ich freue mich jetzt schon. Das kommt gut an. Das hat virales Potenzial. Aber es ist wie bei Kniffel. Du brauchst irgendwie unbedingt eine Dreierpasche oder so und dann kriegst du ums Verrecken alles, aber kein Dreierpasch. Die da so rumliegt. Ach, der Blitzer ist ja nur KO'd. Das ist ja nicht mal eine Verletzung. Okay, alles klar. Ab. Das ist ja dann... Der kann beim nächsten Kickoff-Event wieder würfeln, ob er weiterspielen darf. Oh, drei Leute gucken zu. Herzlich willkommen. Hat mein Tweet doch noch was bewirkt. Wir spielen Blood Bowl. Oh, scheiße. Badly hurt. No long-term effect. Wen hast du jetzt da erwischt? Ein Lineman? Nee, da werde ich mein Apothecary. No. So. Ach, das zählt dann als Blitz, ja. Oh, KO'd oder was? Nee, Stunt. Oh. Nee, alles gut, nur Stunt. Der kann erstmal aufstehen. Bin mir nicht so sicher. Oh, nee. Nee, das mache ich nicht. Der könnte mit ein bisschen Glück. Leider hat es nicht geklappt. Komm, wirf eine 4. Sehr gut. Wir versuchen es mal. Na, wenigstens ein bisschen was. Ja. End of Turn. So. Dann gucken wir doch mal. Ich weiß ja gar nicht, wie viel von den Leuten, die da gerade zuschauen, überhaupt verstehen, was wir hier machen. Aber es ist mir egal. Es ist irgendwie 12:30 oder was? Oh, 12:40 schon. Und ich führe mit 1:0. Noch 5 Runden. Das wäre wieder ein 1:0, ne? Bill, du sagst gar nichts mehr. Ja, ich bin hier schwer am Nachdenken. Ja, ich sehe schon. Der ist stunt. Nee.
Nee, ist er nicht? Okay. Ich weiß ja nicht. Mal kurz überlegen. Badly hurt. Ah, deine Dunkelelfen vertragen ja auch nichts, ne? Zwei Verletzte schon zu beklagen. Zauberei sind die wohl nicht ausgelegt. Nee. Oh, das sieht schlecht aus. Der Stab Skill, da ist er wieder. Der berüchtigte. Aber hier, okay. So. Moment. Na scheiße. Ah, verklickt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Hey, viele Leute, die zugucken. Das wird's. Ah, scheiße, schon wieder verklickt. Okay, drauf geschissen. Was ist das denn? Ball being thrown. Was ist denn das wieder für ein Skill, den du da hast? Um mich zu verarschen. So ein Handoff, Dings der Boomster. Das heißt also, wenn ich dich als ballführenden Spieler attackiere, wirfst du den davor noch weg, oder was? Ja. Und da kannst du dir jetzt irgendeinen aussuchen? Dump off heißt der Skill. Wie? Ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Okay, ich guck mir da nochmal um. Catch, you got one and you require three. Do you want to reroll? Yes. Catch failed. Failed. Oh nee, was geht denn hier ab? Hast du mich jetzt attackiert? Ich weiß gerade nicht, ob ich... Don't know. Ich bin auch dran, also denke ich mal, wird's das hier sein. Nope. Also ich brauche ein 1 plus als Go for it und dann nochmal 3 plus. Okay, wir gucken mal schnell, wie wir das machen. Mache ich das? Ja, ich mach's. Achtung! Yeah! Ich fasse es nicht. Wo hat er denn jetzt schon wieder... Gut, aber viel anstellen kann ich hier ja nicht. Nee, der Ball liegt gut, aber trotzdem, es ist irgendwie, ich verstehe gerade nicht, warum er...
Ach so. Ach ja, klar. Ich bin ja in eine gegnerische Tackle Zone rein. Naja, was soll der Geiz? Vier Zuschauer übrigens. Da nochmal Dankeschön fürs Einschalten. Wie schon gesagt, auf den Chat habe ich heute leider keinen Blick. Aber wenn es irgendwas gibt, dann gerne bei Twitter. Ich habe mein Handy hier. Und kann dann notfalls irgendwie drauf reagieren, wenn irgendwelche Fragen zu dem Spiel bestehen. Da haben sich aber schon zwei verabschiedet. Kaum erwähne ich Twitter. Was, Twitter? Die Klowand des Internets? Da meine ich nicht mit. Also ich muss mir nochmal den Step-Skill mal genau durchgucken und dieses Shadowing nochmal, wie es funktioniert, genau en Detail. Assassin. Aber gut. Oh, entschuldige. War Absicht. Du drückst hier wieder. Ich drücke wieder die magischen Tasten. Aber sag mal, hat sich einer von deinen Leuten wieder erholt? Einer der Verletzten? Ah, nee. Bei mir ist einer Glaub verletzt. Seit nicht. wann denn das? Achso, nee, von vorhin, alles klar. Vergiss es. Komplett. Ich habe einen kompletten Denkfehler. Ich versuche dich nur zu irritieren. Hast du echt geworfen, ja? Okay. Ja, ich habe hier keine Wahl. Das stimmt. Den denn hinblitzen? Bitte? Wo du mit denen da hinblitzen willst. Das weiß ich noch nicht. Einfach alle mal anticken. Ja. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich es anstellen will. Ach, Freunde. Boah. Muss ich mal kurz nachdenken. Es sind schon wieder ein paar mehr Zuschauer da. Jetzt wird's blamabel. Kein Druck, kein Druck. Kein Druck! Ich fange erstmal damit an. Mann, 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 Mann. Scheiße. Oh. Wir versuchen es mal. Vier Zuschauer aktuell, die mir jetzt beim Untergang zugucken können. 1 Stunde 8 spielen wir schon, sehe ich gerade. Mit 1 Stunde 8. Ich kotze! Ja. Oh Mann, ist das furchtbar hier, ey. Ist das furchtbar? Nicht, dass es noch ein Unentschieden gibt am Ende. Geht's dann in die Overtime? Nee, ne? Bleibt am Unentschieden, glaube ich. Ich hatte den Haken bei Ranked, oder? Das heißt also, dass. Ist ranked, ja. Mal gucken, wie er das dann auch umsetzt. Es ist ja für uns nicht ganz unwichtig, dass wir mal auch wissen, wo der Frosch die Locken hat, nicht wahr?
erfrischt. Jetzt wird's echt hart, ne, wenn du mich da... Oh, fuck. 1, 2, 3, 4, okay. Plus 2, go for it. Okay, die Runde wirst du auf jeden Fall keinen Touchdown machen können. Aber es wird jedenfalls sehr, sehr spannend werden. Nochmal der Hinweis für alle, die irgendwas im Chat schreiben. Ich habe den Chat nicht auf... Bitte auf Twitter ausweichen. Mal kurz, ich werde mal schnell hier... den Titel nochmal ändern. Im Livestream. @Conny, da steht's jetzt. Tja. Okay, out. Dachte, ich hätte noch einen Reroll über. Ey, nee, ich fasse es nicht. Ey, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Da brauchst du eine 3. Achso, warte mal, 3. Also, okay, hätte eine 5 gebraucht. Mist, klar. Zwei gegnerische Tackle Zones, ey. So eine Scheiße, ist es peinlich. Ist das ein Anfängerfehler? Ich werd nicht mehr, ey. Ich werd nicht mehr. Hier ist ja geradezu geprägt von Anfängerfehlern. Ja. Es ist, glaube ich, ansteckend, was du da hast. Komm, nimm both down. Scheiße. Da liegen wir alle rum, ey, wie die letzten Idioten in einer Linie, ne? Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Aber es müsste doch für dich gehen, ne? Ja. Geht's auch. Keine Enemy Tackle Zones. Wenigstens nur ein Push. Ah, fuck. Ja, das war mir klar. Da kommen deine ganzen scheiß Rowdy-Fans. Aber wenigstens no Long-Term-Effect. Das ist schon mal was. Dann ist der halt weg. Ich habe ja zwei von deinen Spielern auch schon. Auf fieseste, übelste Art und Weise. Ja, das war ja eher, sag ich mal, Kollateralschaden. Ne? Das war eher so Kollateralschaden. Das hat nicht funktioniert. Da hättest du auch eine 8 gebraucht. Meine Fresse, ey. Dodge ist natürlich auch ein ganz cooler Skill, ne? Da kannst du schon mal ein bisschen... Yes. Geht nichts anderes. Ja, wenigstens noch ein Push.
Na sicher, wir pushen den away, ist klar. Zweimal Push-Würfel, ey. Mal gucken. Freunde der guten Unterhaltung, ey. Na sicher. Es ist zum Kotzen. Da hab ich schon mal die Wahl. Und muss mich für Defender Down entscheiden, weil ich zweimal den Defender Down Würfel hab. Was sagst du denn dazu, oder? Es ist zum Kotzen. Irgendwie gerecht, wenn ich ehrlich bin. Gar nicht. Da kommt man nach meiner gewürfelte 1 Anfang des Spiels. Da fing die Misere schon an. Ja, geil. Ich erinnere mich, gestern hast du eine 6 Plus gebraucht. Fürs Aufheben. Herrlich. Oder fürs Passen, ich weiß gar nicht mehr, aber es war sensationell. Es war sensationell. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du da jetzt durchlaufen willst, oder? Ich komm da eh nicht hin. Man kann sie mal versuchen, ne? Ja. Ach komm. Oh, yes! Eine 6. Eine 6. Eine 6. Ich weiß es nicht. Interception. Es gibt 2 Star-Player Points. Für den Lineman. Ist das genial. Weniger. Ist das genial, ey. Unfassbar. Zack, zack, zack. Er wird schön draufgehauen. So muss es sein, Kollege. So muss es sein. So, der ist erstmal raus. Nein. Ey.
Ich fasse es nicht. Ja gut, das hilft mir jetzt auch nicht mehr, aber... Na, mit Glück. Aber eher nicht. Ich dachte mir halt, renne ich schon mal vor, aber ja, hätte ich eigentlich machen können. Eigentlich wäre es was total dumm, nicht mit dem ballführenden Spieler vorzurennen. Selbst wenn der Blitzer irgendwie dumm an den Ball käme, wird selbst mit zwei Go-For-Its bist du nicht in der Endzone. Eben. Nochmal Glück im Unglück gehabt hier, ey. Nochmal Glück im Unglück gehabt. Oh, nee. Unglück im Unglück. Du hast doch Block, passt doch. Ah, stimmt. Nur wieso du mich jetzt hier nochmal verletzen musst? Also der ist nur KO'd, ne? Okay. Bots, ne? Lass mich kurz gucken. Badly hurt, ja, 2 KOs, ist okay. Stört mich nicht. Aber man muss ja wirklich auch immer dran denken, wir spielen ja mit diesen Teams weiter. Ich meine, du hast jetzt 2 Teams in der Liga, aber weil du cheaten wolltest, aber ich, ne, verstehst du? Ich brauche jeden Vorteil, den ich bekommen kann, das sieht man doch. Jetzt wird geblitzt. Both down. Hat der Wardancer den Ball gefangen? Krass. Hab doch gesagt, ich hasse dein Wardancer. Der kann halt auch was, ne? Der kann auch was am Ball. Gedodged. Das war's dann wohl. Jetzt gibt's noch. Lass mich kurz gucken. Ne, ich komme auch nicht mehr hin. Das ist das Maximum, wo ich noch hinkäme. Ach, da auf einmal kann er es, ja? Zum Kotzen, oder? Jetzt können wir natürlich sehr fies sein und einfach nur so aus Jux versuchen, noch einen Spieler von dir zu verletzen. Och, leg los. Das war ein Blödsinn. Okay. Das war's. 1-0 wieder gewonnen. End of Match und End of Livestream. Eines Tages. Ja.